Ach ja, das Warten, Bettkastanien für heute. Ich hab ihn! Will you take part in my Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, ich stehe jetzt hier wieder in meiner Angelecke und der Jimmy, der kommt heute zu mir nach Fürstenwalde. Ich freue mich richtig. Ich werde mal mit dem Jimmy zu mir ans Wehr gehen, habe mir extra einen neuen Spundbankkasten gekauft. Der ist gummiert und kann man sogar zusammenklappen, also praktisch. Ich freue mich richtig. Meine Sachen sind gepackt, Baitcast ist dabei. Los geht's. Piu. Jimmy, es tut mir leid. Nein, da hat irgendeiner vergessen, die Kiste zuzumachen. Ich bin so heiß. So, jetzt aber. Oh, voll gepackt wie immer. Kann losgehen. So, da ist der Jimmy. Mit seinem geilen Auto. Moin erstmal. Wir sind jetzt am Wasser. Ich bin richtig heiß. Gerade ist jetzt hier nochmal eine Wolke rübergezogen, also ist ein bisschen bewölkt, aber es macht nichts, weil wir haben schon beobachtet, es raubt. Ich bin heute unterwegs mit dem Jimmy. Hier ist er, kommt extra aus Frankfurt hierher. Ich habe ihm viel Fisch versprochen. Jimmy. Ja, stimmt. Schauen wir mal. Ja, wir sind jetzt hier heute bei mir am Fürstenwalde am Wehr mit einem Spundbankkescher ausgerüstet. Ja, versuchen es auf Hecht, Barsch, vielleicht Döbel. Gedöbel gibt es hier auch. Ja, mal gucken. Ich bin heiß. Schauen wir mal. Los geht's. Warte. Leute, es sieht richtig geil aus. Auf einer Seite ist Strömung und auf der anderen Seite nicht so. Das ist eine richtig gute Voraussetzung. Weil dann steht nämlich hier der Barsch und wenn der... Oh, da ist ein Geraub. Oh, geil. Hier steht nämlich hier gerade im Frühling so der Barsch. Ich habe jetzt auch schon das Erlebnis gehabt, dass hier auch einfach mitten am Tag der Meterhecht kam. Auf eine Ultraleicht. Ja, mal gucken. Ich bin heiß. Ich habe auch ein paar große Köder dabei für Hechte. Wenn ich merke, die sind hier unterwegs, dann... Los geht's. So Leute, mein erster Wurf. Gucken, ob es knallt. Können wir. Los geht's, Jimmy. Petri. Hier vorne ist es relativ flach und hinter... ist sogar relativ trüb sogar. Hier hinten sind so eine Balken, so eine Wellenbrecher. Und aber dahinter wird es dann tief. Aber nach hinten bleiben? Kurz. Also nur an den Stein ganz kurz. Also Steine? Ja, ja, sind so Steinwellenbrecher. Mein erster Döbel. Mein erster Döbel, Leute, geil. Fette Sache. Ja, mal richtig geil. Mein erster Döbel. Oh. Cool. Auf dem Wobbler. Petri. So, Petri, Dank. So, Köder raus. Ja. Petri. Petri, danke, ich hab voll die schleimige Hand.
Leute, hier raubt ein richtig fetter Hecht. Aber ein richtig fetter. Ich glaube, ich wechsle jetzt gleich mal einen Köder, weil der raubt die ganze Zeit hier an der Oberfläche. Und ich habe ja noch meine Mission mit der Ratte. Das wäre krass. Ich wage es jetzt einfach. Ich hänge mir jetzt die Ratte hier ran. Natürlich muss ich jetzt die Baitcaster wieder einstellen, weil die Ratte ja wesentlich schwerer ist. Und die rollt noch nach. Wichtig dabei ist ja wirklich, dass man, wenn der Köder auf den Boden kommt, dass die Rolle sich nicht mehr weiter nachdreht. So, der Rest ist dann einfach Übungssache. Alter, da war ich wieder! So, jetzt bin ich wirklich gespannt. Weil wenn es jetzt knallt, dann knallt's. Ja, gerade einen schönen Biss gehabt, meinen ersten. Und gleich versemmelt. Naja, schauen wir mal. Kein Hechter. Hast du das oder was? Kein Vorfach dran, ne? Nee. Nee. Guck mal, Kämpfer. Hast du mal frei gemacht? Warte, lauf mal über das Schild. Was ist der Route. Ja, geil, Petri. Ja, nicht der Raum. Nicht der Zielfisch, wa? Nicht der Zielfisch, aber ein Schneider. Auf dem Luigi, der hat gebissen. Hatte ich letztens erst mit der Plötze. Ja? Mit Chris Huf. Ah ja, stimmt, hab ich gesehen. Rundfeder auf Gummi mit Wobbler und jetzt die Brassen auf Gummifisch. Die werden aggressiv. Hier hast du deine kleine Raubblei. Schöner Köderfisch. Cool. Mega. Macht immer Spaß an der Ultra Leichtroute. Bis 7 Gramm hast du gesagt, wa? Mhm. Na, das macht Spaß, ja. Wir haben noch gleicher Schlag, guck mal. Ja. Staunen aus die Fresse. Krass, ja. So, komm, Abfahrt. So Leute, da ist der Spinroller. Habe ihn gerade in meiner Kiste entdeckt. Ich denke, der läuft jetzt. Oh, Mann, Jimmy, ey! Baum! Jimmy hängt im Baum. Oh, da hast du mich jetzt geprankt. Ja, ja. Wenn du einfach Pause machst. Ja. Du musst ja mit dem Kameramann noch ein paar Sachen besprechen. Achso? Ja. Die ja nicht ausstechen können, oder? nein, ganz im Gegenteil. Wir wollen jetzt am besten noch Fische fangen. Ja, guck mal, hier fliegen. Ja, voll. Mein erster Barsch dieses Jahr. Geil. Leute, jawohl. Er hatte Hunger, ja. Voll reingepudert. Jawohl! Geil! Wieder auf meinen Lieblingswobbler. Mit denen habe ich hier, wie gesagt, auch schon richtig gute Barsche gefangen. Er hat wieder zugeschlagen. Ich könnte mal meine Jacke ausziehen, weil es ist richtig warm. Ziemlich steht hier auch im T-Shirt. Schickes T-Shirt. Ja, ebenso. Dankeschön. So, kann weitergehen, wa? Kleine Pause gemacht. Ich trinke noch was. Ich werde auch noch einen kleinen Schluck trinken. So. Ich hoffe ja, dass wirklich noch ein dicker Hecht einfällt. Zeit dafür wäre es. Null Euro Köder bei Wish. Keine Werbung. Die laufen aber echt super. Mal gucken, ob er was fängt. Wir machen jetzt noch einen Wurf und dann.
Nein! Halt dich nur weg! Hä? Kann denn das jetzt passiert sein? Das geht doch nicht! Mann, das dauert mir damit! Also mit der Weltkosten zumindest. Das ist doch alle Bomber rum. Ja, den guten. No! Hä? Einfach hängen geblieben. Irgendwo an der Stings. Das sind jetzt gute. Ui. Oh. Ach ja, das war ein Weltkastangel für heute. Ich hab ihn. Nein! Er hängt! Ich hab ihn immer noch! Er hängt! Ist nicht! Ist nicht! Ich hab einen dicken Hecht! Ich hab einen dicken Hecht dran! Scheiße mit der Hand, Alter! Fuck, Alter! Es gibt's nicht! Nein! Hier, du musst den Kescher. Hol mal bitte den Kescher! Scheiß mit der Hand, Alter! Alter, fuck! Er schneidet mir die Schnur in die Hand! Halt mal bitte jetzt runter, halt mal jetzt runter. Halt das jetzt. Ja, deswegen. Den dürfen wir jetzt bitte nicht verlieren. Egal. Ja, hängt knapp. Lass ihn fallen. Genau. Wird wohl was. Ja, die Nummer da drüben. Nein! Bruder, warum sagst du das ruhig machen? Nein, du hast den Kescher. Halt das war zu viel. Du hast den Kescher einfach so. Ach Mann. Ich möchte abbrechen, ich möchte meine Koffer packen, ich möchte sofort nach Hause. Auch trotzdem eine coole Aktion. Ja. Leute, was war denn das jetzt gerade? Ich habe jetzt hier gerade irgendwie meine Baitcaster, weil ich einen kleinen Backlash drin hatte, weil ich meinen Daumen nicht richtig drauf hatte. Habe ich irgendwie, bin ich da hinten an der Kante hängen geblieben. Die Schnur ist mitten an der Baitcaster ab. Und die Jungs, ich so, halt noch die Schnur auf, halt noch die Schnur auf. Und dann hat der Jimmy noch mit seinem Köder nachgeworfen, hat die Schnur noch gekriegt. Und ich hole einfach ein und beim Einholen, bam, er hat mir hier richtig doll, ich weiß nicht, ob man das sieht jetzt, aber beim Biss gab es hier auf jeden Fall eine schöne Rieme. Und ich war mega überrascht, weil Jimmy sagt noch, beim Einholen, nicht mal, ich sag mal zwei Einschläge vorher, sagt Jimmy so, ja jetzt müsste ja einer raufknallen und dann auf einmal BAM! Mega geil! Ja, schade, dass wir den jetzt nicht rausgekriegt haben, der hing auch mega knapp und... Aber ja, keine Ahnung, Spundbankkescher, alles mega aufgeregt gewesen. Aber egal, also der Fisch, ihr habt ihn gesehen, mega geil. Ein Hecht auf der Hand, also heute ist mein Tag, glaube ich. Angeltag ist zu Ende, die Sonne geht unter. Ja, war ja eigentlich doch trotzdem ganz cool. Mega cool gewesen. Ich habe einen Hecht beinahe mit der Hand gefangen. Mein erster Döbel. Ja, du hast eine Brasse gefangen, einen Barsch. Genau, einen Barsch noch. War im Allgemeinen echt cooler Angeltag, hat mir echt Spaß gemacht mit dir. Fand ich auch. Wie immer, zum zweiten Mal. Aber interessant. Ich war ja hier noch nicht gewesen an der Spree. Und das ist ein cooler Spot. Denk mal, ich komm nochmal. Gerne, super gerne. Also, du bist herzlich immer eingeladen. Ja. So, der Jimmy fährt uns jetzt noch nach Hause, dann fährt er nach Frankfurt und dann war es ein richtig cooler Angeltag, war Jimmy? Genau, danke für die Einladung. Kein Problem. Leute, was ein geiler Angeltag. Ich bin jetzt wieder zu Hause
und ich habe wirklich richtig gute Laune, also wirklich ein richtig schöner Tag gewesen mit dem Jimmy. War mega erfolgreich. Ja, mein allererster Döbel gefangen auf meinem Lieblingsbachschwobler. Wirklich war für mich was Besonderes. Dann der Unfall mit der Baitcaster und dann doch noch das Glück, sage ich mal, und dann doch wieder Pech. Egal. Das ist halt Angeln, Leute. Da steckt man nicht drin, aber ey, wirklich mega cool. Einfach irgendwie so beim Einholen trotzdem diesen Reiz hatte. War für mich ein ganz besonderer Moment. Also Leute, das war Überraschung pur. Und Jimmy hat es ja nicht mal gesagt. 2 Sekunden vorher sagt Jimmy noch, das wäre so lustig, wenn du jetzt noch einen raufkriegst. Und dann bam! Richtig geil, richtig geil. Also wirklich. Hat mir richtig Spaß gemacht. Wenn es dir genauso viel Spaß gemacht hat, würde es mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, dem Video einen Daumen nach oben gibst und gerne auch was in die Kommentare schreibst. Einfach deine Meinung zu dem Video. Oder vielleicht hast du auch Bock, mit mir angeln zu gehen, dann kannst du mich auch auf jeden Fall anschreiben. Ich habe auf jeden Fall noch die Gewinnspielaktion wegen meinen 1000 Abonnenten. Das Dankeschön an dich. Ja, das läuft jetzt noch bis zum 15.05. Am 15.05. ziehe ich dann per Zufallsgenerator den Gewinner. 5 Kombat-Jets, also 5 Packungen Kombat-Jets. Da hinten stehen sie. Ein Raubfisch-Reaktor-T-Shirt. Ja, das ist der Preis. Also bis zum 15.05. kannst du auf jeden Fall noch mitmachen. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Bis dahin, Tightlines, Petri Heil und ciao, ciao.